Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und habe zum ersten Mal ein Set von der Marke Playtif heute mitgebracht. Das hier ist gefühlt Klappe die 43. Irgendwie soll es einfach nicht sein. Ich weiß, es gucken auch andere Content Creator meinen Kanal. Und ich wollte fragen, wie ist es bei euch? Habt ihr manchmal ein Video, wo ihr dreht und dann irgendwie merkt, das wird einfach nichts, das ist einfach nichts. Ich habe das Video gestern schon mal gedreht und habe, als ich aufgehört habe zu filmen, gedacht, boah, das war so langweilig. Das war nicht direkt so, dass ich lustlos war, aber ich hatte das Gefühl, ich wirke total lustlos. Und manchmal ist das einfach so. Manchmal hat man nicht den Tag, wo einem die Witze nur so rausgeschossen kommen und wo man der größte Entertainer und Performer auf der Welt ist. Manchmal ist man einfach so durchschnittlich. Aber ich denke mir dann halt so, okay, also ich würde mir das nicht angucken wollen. Dann lade ich es auch nicht hoch. Deshalb versuche ich es jetzt nochmal mit diesem Set. Jetzt ist hier allerdings schon, ja, es geht auf die Schlafenszeit der Kinder zu. Ich glaube, in 20 Minuten Schlafenszeit. Und das heißt, die Launen sind schon so ein bisschen kritisch. Mal gucken, wie es jetzt wird. Also, ich glaube, ein drittes Mal versuche ich es nicht. So. Genau, also Playtif, das gibt es bei Lidl. Wir haben es über den Onlineshop bestellt. Ich kann mir vorstellen, manchmal gibt es das bestimmt auch in der Aktion, mal in der Filiale. Das ist jetzt hier eine Polizeistation, genauer gesagt die Einsatzzentrale mit Polizeihubschrauber und Landeplatz mit ausfahrbarer Sicherheitsbrücke. Ja, genau. 848 Teile und das ist die Verpackung. Ja, ganz normal. Vorne das Set abgebildet. Hinten ist sehr, sehr viel Text auf verschiedenen Sprachen. Da ist nicht so viel los. Ja, das ist auch kompatibel mit anderen Klemmbausteinen, wie viele andere Nicht-Lego-Marken halt auch. Ja, das kostet 37 Euro, also 36,99. Und ja, wie gesagt, wir haben es über den Online-Shop bestellt. Da gab es zum Beispiel noch eine Feuerwehrstation oder auch so einen Abenteuertempel oder so, wenn ich mich recht entsinne. Genau, wir haben aber die Polizeistation genommen. Die kommt mit einem Hubschrauber und mit zwei Fahrzeugen. Das eine habe ich hier in der Garage drinne gehabt. Ja, ich sehe gerade, ihr seht es gar nicht so ganz. So, so jetzt steht es hier. Genau, da sind auch Figuren dabei. Ich muss gerade mal kurz schauen, wie viele. Die habe ich nämlich nicht mit aufgebaut. Die Figuren sind auch interessant. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Köpfe. Dann gehe ich davon aus, dass es auch 5 Figuren wären. Jawohl. Habt ihr schon mal was von Playtif gehabt? Ich finde es immer ganz interessant, das auch mal anzuschauen. Wir hatten mal was von Goodie. Ich meine, das gab es im Kaufland. Ja. Genau, aber wie ich es finde, dazu kommen wir später. Ich komme mal kurz noch mit der Anleitung. Wir haben das hier, dass die Sachen, die man vorher gebaut hat, ein bisschen blasser dargestellt sind, aber nicht komplett ausgegraut. Ich glaube, da hat jeder so seine Präferenzen. Ich finde es immer gut, wenn das, was man gebaut hat, so unauffällig wie möglich im Hintergrund verschwindet, dass man sofort sieht, da muss ich jetzt was machen. Blöd ist es nur, wenn man was von Kobi in Grau baut und dann das Grau dem Ausgegrauten sehr ähnlich sieht. Davon hat keiner was. Ja, ich meine, wir hatten das mal bei einem sehr graulastigen Kobi-Set. Genau, also hier ist es so ganz normal. Die Farben werden etwas blasser. Nur bei Weiß fand ich das ein bisschen verwirrend, weil das ganze Gebäude eigentlich ziemlich weiß ist. Ja, teilweise. Mein Sohn, also es ist hier ab 5. Mein Sohn fand die Bauanleitung ein bisschen schwierig. Ich weiß allerdings nie, ob es Gewohnheit ist, weil man sich an bestimmte Bauanleitungen gewöhnt hat, weil man es so oft gebaut hat. Ich denke ja. Oder ob die wirklich ein bisschen verwirrend dargestellt ist. Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Für Erwachsene ist es natürlich immer ein bisschen anders als für Kinder. Ich meine, ich sag mal, wenn ich jetzt so eine Seite hier aufschlage, wo so mega viel los ist, ja, vielleicht war es das, dass man immer so von links nach rechts und dann in die nächste Reihe. Da sind, ich sag mal, diese Lego City Sachen sind halt schon ein bisschen, ich sag, kinderfreundlicher, wenn man das so nennen will, mit wirklich immer nur einer Abbildung und dann auf der anderen Seite von der Doppelseite wieder eine Abbildung. Ihr wisst, was ich meine, ihr kennt die Lego City Bauanleitung. Wir denken da, oh, jetzt ist da wieder so ein Telefonbuch mit drin für so ein 400-Teile-Set. Aber ich glaube, für Kinder ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher dann. Und das ist ja quasi die Zielgruppe. Okay, hier kommt das Gebäude. Das ist die Polizeistation. Hier, das mache ich gleich ab, wenn ich euch das näher zeige. Ja, was haben wir hier? Einmal hier oben ist die Hubschrauber-Landeplattform. Darunter ist eine Zelle.
Hier ist so eine kleine, ich denke, eine kleine Zentrale. Da ist so ein Schreibtisch. Unten ist so ein Tresen und so ein paar Schränke. Hier ist ja die Garage. Und hier an der Seite ist noch so ein kleiner Hundezwinger. Ich komme gleich einmal mit dem Teilchen näher. Dann könnt ihr das auch besser sehen. Ja. Und süße Blümchen haben wir. Die finde ich richtig schön. Hier sind kleine Blümchen. Da komme ich jetzt. Da sind kleine Blümchen, die sehen richtig cool aus wie Tulpen. Mag ich kurz gehört. So, einmal etwas näher. Die Türen halten gut. Also sind gute Türen. Die Fenster, also hier vorne sind ja zwei Fenster. Die sind gut durchsichtig. Diese größeren Glaselemente, man sieht es ja, sind eher so auf der milchigen Seite. Naja, ich weiß nicht, ob die milchig sein sollten. Keine Ahnung. Privatsphäre und so. Oder ob es einfach nur nicht funktioniert hat, dass die klar sind. Keine Ahnung, das wissen wir hier nicht. Und hier oben haben wir noch diese Funktion. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Hier kommt sie. Das ist diese Brücke, diese Sicherheitsbrücke zur Hubschrauberplattform. Und weg ist sie wieder. Ja. Was ich hier richtig cool finde, was ich hier häufiger bei den Lego-Sets schon bemängelt habe, dass man hier wirklich auch Treppen hat. Hier ist eine Treppe und auch hier unten ist so ein Raum mit einer Treppe. Das heißt, theoretisch kommt man wirklich überall hin. Man kommt von unten hoch, dann kommt man durch die Tür raus und dann kann man hier hochgehen. Also das funktioniert. Okay, hier könnte es. Na gut, das muss ja abgesperrt sein, weil da ist ja die Zelle. Und der Häftling hat bestimmt hier mal Ausgang oder so. Ich weiß es nicht. Ab und zu darf man auch mal raus. Obwohl, wenn man so gerne in Freiheit lebt, dann hätte man vielleicht einfach nichts anstellen sollen. Naja, egal. So. Ja, ich finde eigentlich dafür, dass es 850 Teile sind, hat man eine gute Größe am Ende. Auch die Tiefe ist hier sehr schön. Also da kann man nichts sagen. Ich habe schon einen Kritikpunkt oder so ein, zwei Sachen, die mir nicht ganz so toll gefallen. Aber alles in allem finde ich, ist halt hier ein, ja, ein gutes Gebäude, um wirklich damit zu spielen. Das finde ich halt schon. Klar, ich sag mal, das Design ist jetzt nicht so filigran. Das ist jetzt hier eins von den Autos. Das ist halt so ein simples Design. Wir haben hier diese ganz normalen Standardtüren, aber wenigstens sind da welche. Ja. Also das ist jetzt, ich würde sagen, sehr einfach gebaut. Auch hier, hier hinten ist noch so eine Klappe, die man öffnen kann. Ja. Und der Hubschrauber zum Beispiel hier, man sieht es ja, hier ist gar nichts. Der ist so ein bisschen lückig. Also. Ja, wie gesagt, simple Bautechniken, aber ist ja nicht schlimm. Ich denke, ein Kind würde sich eher freuen. Cool, da sind sogar drei so Fahrzeuge quasi noch mit dabei. Ja. Für uns sind sie halt so designmäßig, für uns als Erwachsene, eher so ein bisschen schwach. Aber ich finde halt schon, dass man hier ein ordentliches Gebäude hat. Und das ist ja das, was man manchmal bei anderen so ein bisschen vermissen kann. Ich mache jetzt kurz mal diesen Funkmast oder was auch immer das ist, weg und versuche euch nochmal das von innen ein bisschen zu zeigen. Man kann hier diese Zelle und diese Zentrale hier oben nicht ganz abmachen, nur hier in der Mitte kann man dieses eine Teil runternehmen. Ist aber auch nicht schlimm, weil an die anderen Stellen muss man gar nicht dran. Ich finde hier zum Beispiel diese Hantelbank sehr, sehr cool. Also die ist cool gebaut. Auch nicht super, super schwierig oder so. Aber man muss halt erstmal drauf kommen, dass man aus den Teilen schöne Hantel machen kann. Sowas mag ich ja mal ganz gerne. Man erkennt direkt, was es sein soll. Und ja, ist das schön gemacht. Jetzt zeige ich euch hier das nochmal. Hier oben haben wir, wie gesagt, so einen kleinen Schreibtisch. Und hier oben ist die Zelle, da ist ein Waschbecken und einfach so eine Schlafgelegenheit. Ich denke, man sieht jetzt vielleicht schon, was ich daran nicht ganz so toll finde. Es ist sehr karg. Es ist ein bisschen lieblos. Es sind nicht so viele Details drin. Es ist echt ziemlich leer. Wir haben hier wirklich nur einmal diesen. Hier ist so eine Sitzgelegenheit. Ich hoffe, man sieht das. Gestern hatte ich Tageslicht. Ja. Obwohl das manchmal auch nicht unbedingt besser ist. Gerade jetzt, wo es wieder so grau ist. Letzte Woche hatten wir zwei. Diese Woche, es ist Sonntag bei mir, hatten wir zwei sonnige Tage, das war so schön. Und dann war es jetzt aber doch wieder grau. Ja, Freitag und das Wochenende jetzt wieder total grau. Echt schade. Und geregnet hat es auch die ganze Zeit. Naja, ja, sieht man ja, hier ist echt nicht viel los. Das ist so ein Tresen und so ein paar Schränke. Und hier wollte ich euch noch zeigen, ist der Hundezwinger. Ich habe nur den Hund verloren, beziehungsweise der Hund ist mir, der schläft gerade.
Ja, so ein ganz normaler Hund. Mein Braun hat jetzt kein Gesicht oder so. Ja. Der ist hier unten auch noch drin. Also ja, wie gesagt, man kann damit schon was anfangen. Hier vorne, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier vorne ist auch noch mal ein kleines Büro drin. Ja, da wäre eigentlich auf dem Monitor auch ein Sticker. Wir hatten auch angefangen, das zu bauen. Und hier sieht man es ja teilweise, sind die Sticker drauf. Aber ich habe das nicht an einem Tag gebaut, beziehungsweise mein Sohn hatte angefangen zu bauen, und dann lag es eine Weile rum und so, weil er nicht ganz so gut mit der Bauanleitung klarkam. Und was ich nicht mochte, hier an der Seite hat man so lange Steine teilweise, um diese losen Fenster zu befestigen zum Beispiel. Das fand ich ein bisschen schwierig. Das finde ich aber oft schwierig irgendwie, wenn man so ein langes Teil hat, was so eine labbrige Wand befestigt. Das ist manchmal nicht so leicht. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen die Lego-Steine einfach gewöhnt. So, das ist halt einfach so. Aber naja. Und dann, als wir weitergebaut haben, haben wir jedenfalls den Aufkleberbogen nicht mehr gefunden. Und deshalb fehlen jetzt an der einen oder anderen Stelle Aufkleber, wo eigentlich welche wären. Ja, ich finde, wie gesagt, 37 Euro. Dafür kriegt man hier schon ein schönes Gebäude mit schönen Möglichkeiten, damit zu spielen und so. Aber mein Mann und ich hatten das auch diskutiert, und er meinte, vielleicht sagt man, man sagt ja immer so, für das Geld ist das ganz gut. Aber er meinte, dass das schon auch daran liegt, dass man zum Beispiel von Lego jetzt nicht so verwöhnt ist. Bei den City-Sets, nicht die ganz neuen, sondern die davor, war auch so eine Polizeistation. Da waren sogar oben die Wände nur angedeutet. Also da waren so schräge Teile, so Spitzen. Ich weiß nicht, ich kann die Nummer noch mal raussuchen davon. Dann könnt ihr ein Bild davon aufrufen, wenn jemand das wirklich wissen möchte. Ich muss mal schauen. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche Nummer das war, aber das war so eine Polizeistation, die 60316. Da waren tatsächlich sogar die Wände nur so angedeutet mit so schrägen Teilen, irgendwie so ein Fenster und daneben dann so eine schräge Wand. So, ja. Deshalb, vielleicht hat er recht, vielleicht ist es dieser Vergleich, den man ja doch immer zieht. Und ja, ich denke, man hätte hier vielleicht auch noch das ein oder andere Detail reinzaubern können, weil das sieht innen wirklich ein bisschen nackt aus. Also ja, aber nicht auf die gute Art, du. Ja, so ist das. Da hätte man echt noch ein bisschen was reinmachen können. So kann man sich natürlich auch, wenn man möchte, selbst noch dazu bauen. Aber ansonsten ist es eigentlich ein schönes Set. Ich muss euch aber noch was zeigen, was ich richtig schlimm finde. Die Menschen, die haben einen sehr, sehr breiten Schädel. Ich glaube, Haare gibt es da nicht. Die haben manchmal eine Kopfbedeckung wie Helme oder so. Ich habe jetzt hier einen von dem anderen Set, was wir bestellt hatten. Das. Boah, die Katze hat sich gerade angehört wie eine Kröte. Okay, warum sollte hier plötzlich eine Kröte sein im Dachgeschoss? Aber okay, was weiß ich. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, wir haben einen sehr breiten Kopf und ich glaube keine Haare. Manche haben eine Kopfbedeckung. Hier haben wir jetzt einen Bauarbeiter, weil das Zeit ist etwa so ein Bagger. Ja. Da war auch eine Frau zum Beispiel dabei, die hat dann halt auch eine Kopfbedeckung gehabt, aber ich glaube, Haare haben die nicht. Bei der komischen Kopfform wird es auch seltsam, und ich finde auch generell, dass die Menschen echt komisch aussehen. Ich versuche so nah wie möglich zu kommen. Der Kopf ist sehr, sehr breit, und von der Seite, ja, das ist richtig rum, da hat ein Hohlkreuz. Ich mache mal die Arme ein bisschen hoch, dann kann man es vielleicht noch besser sehen. Der Oberkörper ist sehr lang im Verhältnis zu den Beinen. Und wirklich so gewölbt. Wir haben es auch andersrum probiert, gibt vom Aufdruck her aber keinen Sinn. Aber dann haben sie einen Buckel, was auch nicht viel besser ist. Also die Menschen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ja, also die Beine sind halt echt kurz im Verhältnis zum Oberkörper. Das sieht ein bisschen lustig aus. Ich habe noch gar nicht getestet, wie die sitzen. Können die sitzen? Ja, doch, die können aber sitzen, das klappt. Aber wenn die sitzen, sieht man auch, wie kurz die Beinchen sind. Ich weiß nicht, ob man es hier jetzt so gut sieht, aber das sieht witzig aus. Aber gut, man muss ja irgendwie es so machen, dass es als Mensch erkennbar ist, aber nicht so sehr wie ein Lego-Mensch aussieht. Das wissen wir ja alle, dass das so eine Patentgeschichte dann ist. Ja, ich hoffe, das Licht war jetzt nicht zu störend. Aber ich denke, die Beleuchtung hier ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, hier vorne ist sie ein bisschen besser als hinten in meiner Ecke. Aber wenn ich die Lampe mehr auf mich mache, dann blendet die mich so. Ich bin so ein bisschen lichtempfindlich. Und das
War mir zu hell. Ja, genau. Hattet ihr schon mal was vom Playtiff? Ich glaube, das habe ich schon gefragt. Wenn ja, wie fandet ihr es so? Ich finde halt echt, die Details fehlen ein bisschen. Also so, ich finde halt, wenn das so karg ist, sieht es immer so ein bisschen lieblos aus. Ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich fände so das ein oder andere noch ganz schön eigentlich. Wenn man den Platz, den man hier geschaffen hat, wenn man den besser genutzt hätte, das wäre halt schön. Ist aber jetzt nicht wirklich so, dass ich da jetzt sagen würde, das ist total zum Meckern oder schlecht. Das finde ich jetzt nicht. Ja, es ist eine etwas günstigere Alternative. Wenn man viele Bausteine hat, könnte man sich das ja selbst noch ein bisschen ausschmücken und dann ist auch gut. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Nicht perfekt, aber so ist das halt. Wenn man es perfekt will, muss man es selbst machen. Ja, das wäre eigentlich voll cool, sowas mal selbst zu bauen. Wenn man doch nur die Zeit und die ganzen Bausteine hätte, ey. Ja, aber das kennt ihr bestimmt auch. Fast alle wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr eher so Setbauer oder kreative Selbstbauer seid. Ich würde gerne mehr selbst bauen. Aber naja, man kennt es ja. Das Leben, ne? Ja, kommt immer dazwischen. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.